Moin Moin und Hallo. 15 Jahre ist es Stand jetzt her, dass wir Royal Beef gedreht haben. Jetzt ist es genug. Wir werfen einen Blick zurück zum ersten Mal und schauen, wie schlimm es wird. Wir wurden immer wieder gefragt in der Vergangenheit, hey, wann kommt eine neue Staffel Royal Beef? Die Antwort ist und wird immer bleiben, nein. Maximal wir vier gegen vier andere aus einer anderen Beef-Staffel, zum Beispiel Beef Junior. Herzlichen Dank an der Stelle an Boxu Kuyo und an Rodney, die diese alten Game One-Videos hochgeladen und für die Ewigkeit bewahrt haben. Ohne euch könnten wir das jetzt nicht gemeinsam schauen. An meiner Seite, ihr seht ihn ja schon, ist Eddie. Wir machen das jetzt so. Wir werden folgenweise auf die unterschiedlichen Royal Beef Staffel 1 Folgen reagieren. Und die erste wird bei mir auf dem Kanal hochgeladen, die zweite bei Eddie. Und dann alterniert das immer hin und her, so wie wir das auch schon mit Portal gemacht haben. Hallo Eddie. Hallo Nils. Schön, dass wir das jetzt machen. Das ist ja schon sehr lange geplant. Also wirklich lange, lange, lange. Und ich habe das Gefühl, dass so, natürlich ist es immer schwer, Termine zu finden und so, aber ich glaube, es ist auch so eine leichte, also ich merke schon, bei anderen Sachen, wenn es jetzt Schnitzel essen, hätten wir gesagt, irgendwie wollen wir mal 2 Stunden Schnitzel essen gehen, dann hätten wir schneller einen Termin gefunden, weil das auch so eine, ich glaube, so eine innere psychische Blockade ist, die man gerne prokrastiniert. Kann das sein? Ja, es sich dem jetzt zu stellen, ist tatsächlich nicht so ohne, weil alles, was wir jetzt sehen werden und ihr damals gesehen habt, ist leider komplett echt. Wir haben uns wirklich massiv gestritten und so albern es auch ist, ist es nicht zu leugnen. Und das jetzt zu sehen, ist ein Stück weit Traumabewältigung tatsächlich auch, weil das für uns alle wirklich auch an die Belastungsgrenze ging. Deswegen, wir wissen nicht, wie wir jetzt körperlich und geistig darauf reagieren, auf das, was wir sehen. Ich bin sehr gespannt mit, das sind jetzt 15 Jahre Abstand, ob das ob das irgendwie ein so, ja, dass man da so drauf guckt und es tangiert einen nicht mehr oder ob man wirklich immer noch Hass verspürt. Und ich vermute eher Letzteres. Ja, ich glaube auch, Hass ist etwas, was wie so ein Ballrock im Untergrund existiert, aber sobald man sich dann dem nähert, kommt der einfach hochgekrabbelt. Lass uns einfach anfangen, oder? Warte kurz, ich habe falsch gespiegelt. Ich will das so drehen, dass ich dich angucke. Ja. Warte. Also. Horizontal. Siehst du, jetzt. Okay, dann mach ich das gleich mal bei dir auch, Nils. Ja, er guckt mich doch schon an. Ja, ich gucke gleich so. Wenn du es bei dir änderst, dann ändert es sich nicht bei Nils. So, jetzt gucke ich ihn so ein bisschen mehr in seine Richtung. So, jetzt ist gut. Und okay. Ja, wir können die Leertaste drücken, dann geht's los und können auch jederzeit pausieren und ein bisschen zurückspulen. Wir fangen an mit der ersten Folge. Und das erste Spiel der ersten Folge war tatsächlich Mario Kart Double Dash für den GameCube. Bevor, ganz kurz, das würde ich noch mal ganz kurz vielleicht zur Erläuterung, beziehungsweise weil ich es auch selber nicht mehr weiß. Ja. Wie haben wir eigentlich die Spiele damals ausgewählt? Ich weiß, in den späteren Staffeln gab es ja dann Redakteure, die die undankbare Aufgabe hatten, zu entscheiden, was wir spielen. Und es wurde ja dann auch zunehmend eine politische Diskussion. Aber bei dieser ersten Staffel, wo wir auch mehrere Spiele an einem Tag abgefeuert haben, ja. Wie war das da noch mal? Das war eher so. Einer ruft es in den Raum und wenn keiner was dagegen sagt, machen wir es, oder? Ja, wir haben uns, also wir hatten zu der Zeit ja auch Spiele, die wir regelmäßig zusammen gespielt haben, so privat. Und dazu zählten natürlich diese ganzen GameCube-Titel wie Beach Spikers, Mario Kart, solche Sachen. Die haben wir auch privat dann gezockt, das war fair. Oder auch Smash Soccer oder solche Sachen. Mhm. Dann hat Simon natürlich Halo so von hinten reingedrückt. Weil wir das auch ein, zwei Mal gespielt haben, wobei natürlich da klar war, was passiert. Und ansonsten weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich glaube, es war schon eher auch so ein sich selbst, also wir haben uns schon drauf geeinigt. Es war, glaube ich, nicht so, ja, genau. Dass jeder einen Titel mitbringen durfte oder so. Es war aber wie war das? Weil Tekken gab es ja auch. Ich glaube, vielleicht war es doch so, dass jeder einen Titel gebracht hat. Dass von dir Mario Kart kam, von mir Tekken, von Simon Halo und ja, das von kann natürlich Booty, sein. Red Red. Aber das. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau, wie es war. Aber da hätte ich wahrscheinlich nicht Mario Kart genommen, sondern hätte ich vielleicht irgendwas genommen, wo klarer ist, dass ich gewinne. Was? Aber welches Spiel ist klarer? Ja, zum Beispiel alles mit Fußball oder jeder Shooter oder ein Strategiespiel oder. Also ich finde, Mario Kart war schon ziemlich klar, dass du da. Du warst schon da mal, also außer im Super Nintendo Mario Kart, wo ich unbesiegbar bin. Aber du weißt, dass wir schon mal Super Mario Kart gegeneinander gespielt haben. Ja, ist egal, einmal ist keimer. Mhm. Behaupte ich, dass Mario Kart schon klar war, dass du da zumindest der ambitionierteste von uns warst.
Ja, aber ich weiß es nicht mehr. Ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn ich nicht gewinne. Ich hab auch schon zu der Zeit gedacht, ich bin eigentlich der Beste. Und wenn aber ich im Moment, haben wir das nicht sogar im Team gespielt? Gucken wir doch einfach mal rein. Gucken wir einfach mal rein. Ich weiß es alles nicht mehr, ist schon so lange her. Aber auch geil, dass hier der Song, der hat sich ja durchgesetzt. Das waren auch J-Animationen. Du meinst der Fond und so? Ja, diese ganze, genau, das war alles J, meine ich. Damals waren wir ja jung. Ja, auch relativ neu bei Game One. Wir waren ja Game One.de Redaktion. Wir waren noch gar nicht in der Sendung. Das war noch eine reine Online-Nummer quasi. Ja, auf jeden Fall. Bevor wir anfangen, dazu noch mal ganz kurz. Was du sagst, ist nämlich wichtig, weil das war 2009 und das war genau die Zeit, als wir von Giga zu Game One kamen. Und wir kannten uns natürlich schon Ewigkeiten, aber für viele Zuschauende waren wir damals so die Neuen. Und Simon und Buddy kannten sie schon, das waren ihre Lieblinge. Und wir waren dann so ein bisschen so, wer sind die denn? Ne? Was erlauben sie sich, so frech zu sein gegen die Moderatoren? Genau, wer sind die Typen? Die wussten ja nicht, dass wir das täglich miteinander so machen. Okay, let's go. Übrigens, ganz kurz, ich hatte damals Halsschmerzen. Und ich weiß noch, dass ich gedisst wurde, warum ich so einen Schal trage. Mhm. Aber ich war so ein bisschen krank. Und Leute dachten, das wäre ein Modestatement. Das fand ich total blöd. Weil die Lederjacke war ein Modestatement. Das war ein Modestatement, aber vor 15 Jahren war das okay. Aber hier sieht man auch, das ist noch im Waterloohain übrigens, die Redaktion. Ja. Damals Game One unter Leitung von Uke Bosse. Ich würde sagen, es waren ungefähr 20 Leute oder so. Circa. Ja, ungefähr, würde ich auch sagen. Komplett chaotisch, unaufgeräumt. Man sieht es an den Plätzen, das war ein Kabuff. Wirklich ein Kabuff, völlig unstrukturiert, alles einfach zugemüllt. Aber Hauen und Pappe halt. Das war those were the days. Okay, those were the days. Machen wir weiter. Let's go. Auch hier, die Soundqualität wird nicht besser in dieser Folge. Keiner von uns hatte ein Mic, sondern das war alles Kameramic. Ja, stimmt. Also, das war kein Typ, sondern ein Mikrofon. Oh, diese Brille, die regt mich richtig auf. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Ach, die habe ich gemalt. Die hast du gemalt. Ich wollte gerade sagen, das ist doch deine Art zu malen. Ja, ich habe die Avatare gemalt. Und ich fand das damals sehr lustig. Ich weiß nicht, fällt dir das auf? Du hast einfach unseren kopiert und einfach die Haarfarbe geändert. Ja, mehr noch als das. Ich habe noch einen kleinen Gag eingebaut. Siehst du ihn? Weniger Bart. Ja. Ja, aber es stimmt ja auch. Ja, ich habe. Das ist mir damals nicht aufgefallen, glaube ich. Oder keine Ahnung. Ist dir nie aufgefallen? Weiß ich nicht. Also. Vielleicht sehen wir gleich noch einen Kommentar, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich habe einfach deinen Bart. Jetzt fällt es mir auf. Aber es stimmt ja aber auch. Du hast ja auch einen dichteren Bart. Das passt ja, dafür ist er rot. Ja. Sehr gut. Sind alte Avatare, die ich gemalt habe. Weiter geht's. Kurze Zusammenfassung der Wie Regel. Böse der Simon guckt. Wir fahren vier Strecken im Zufallsmodus. Das heißt, es steht noch nicht fest, welche Strecken wir fahren werden. Der erste wird entsprechend 3 Punkte kriegen, danach geht es halt von der Punktwertung. Buddy hat sehr wohl Augen, die sind hinter den Haaren verborgen. Man sieht da so einen schwarzen Punkt. So, ich meine nämlich, wir haben 2 gegen 2 gespielt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Dann gab es ja für alle Punkte. Dann habe ich dich ja getragen. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht stimmt es auch nicht. Wir sehen es jetzt. Oder? Nee, doch nicht. Hä? Ach nee, bei Double Dash bist du ja immer zu zweit. Ja. Aber ganz kurz, hast du Simon eben dieses Haha, ich habe die beste Kombination. So waren wir früher, ne? Das war nicht mit Fair Play, sondern ganz offensichtlich First Come, First Serve. Wer sich so die beste Kombo, der hat sie halt, ne? Ja, vor allem, ich wüsste gar nicht, was bei Mario Double Dash die beste Kombo ist. Ja, damals hatte man ja schon, also die haben ja unterschiedliche Items und unterschiedliche Fahreigenschaften. Es gab ja die großen Klopses ja bis heute so, also Bowser, Wario und so. Und dann gab es halt bis runter, die kleinste Gewichtsklasse waren dann halt die Baby Luigi und Baby Mario und so weiter. Und die hatten dann unterschiedliche Items, die sie so standardmäßig bekommen haben.
zum Beispiel hatten natürlich, irgendwer hatte die Pilze, logischerweise wahrscheinlich die Toad oder so hatte immer Pilze. Ist Toad überhaupt dabei? Nee, gibt ja nicht mal einen Toad. Ja, okay, nicht jeder Gag ist heute noch. Ach komm. Das ist ja Gags unter Freunden. Komm. Ja, unter Freunden. Wir haben, das stimmt schon. Aber heute wollte man das nicht mehr machen. Ja, aber ich beleidige Bulli rassistisch, seit ich ihn kenne. Also das passt schon. Ey, das soll ich dich doch mal spiegeln. Schuh hat ja. Ja, kannst du machen. Wie du willst. Was? Schuh von Giga. Ja. Gigaschuh, kennst du noch? Schüchen. Ja, klar. Der hatte ja, sein Counter-Strike-Name war Gelbe Gefahr. Stimmt, ja. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Noch ganz kurz, wer ist jetzt wer? Bin ich unten links, weil mein Bild da ist, aber die anderen weißt du auch jetzt gerade nicht. Ja, vielleicht wird es gleich eingeblendet noch. Ich denke nur, wenn man noch die anderen Gesichter einblendet. Ach, das ist nachbearbeitet, guck. Das war ja alles Post-Production. Oh. Das hat es halt auch so aufwendig gemacht übrigens, ja, weil das alles Post-Production, das war nicht live on stream, so wo man das dann raus, sondern das musste alles nachbearbeitet werden. Ja, Michael Petrescu hat das, glaube ich, immer gemacht. Ich rede nicht mehr mit euch. Ihr haltet mich voll ab. Simon, erzähl doch mal die eine Geschichte, wie du deine Frisur so schön hast. Ja, das fing an mit deiner. Bin ich oben rechts? Nummer 1? Ich glaube. Zwei. Mit Ausdrücken. Ich muss es kurz fragen. Boah, ich hasse Mario Kart so sehr, ne? Also Fuck ist ja, hat ja sehr viel mit Ficken zum Beispiel. Also diverse Sachen sind etabliert. Ja. Autobahn würde ich weiterhin vermeiden. Aber eigentlich. Mann, ich habe ein bisschen Angst, dass wir da irgendwas hier sagen. Fünf. Habt ihr es gezählt? Das ist die fünfte. Ich bin von 1 auf 4, dank 5 mal 5 Abschüsse habe ich gekriegt. Das war auch echt nicht fair. Da war ich wahrscheinlich schon, so wie ich mich kenne, schon tilt. Habt ihr den Riesenexpress gesehen? Nee, ich habe mich konzentriert. Der hat mich ja. Simon ist Erster? Nein, diese Kackbombe! Wer ist denn jetzt gerade Erster? Buddy ist Erster. Unten rechts. Nein, das ist großartig. Ich fühle mich sehr sicher gerade. Aber das nervt mich so an Mario Kart, dieses, dass das. Leute, du kannst so gut fahren, wie du willst, dann knallt dir einer irgendwelche random Items rein und dann ist alles wieder. Das fand ich halt bei Super Nintendo irgendwie besser. Da gab es noch nicht diese ultra krassen Items. Ja, das, der Gummiband-Effekt ist hier wirklich riesig. Auch wegen der Items. Aber ich habe ja neulich nochmal bei Rocket Beans ein Format mitgemacht, wo wir die alten Mario Kart-Teile gespielt haben und das ist so schlecht gealtert. Nein. Doch. Ach, Bullshit. Doch, das Super Nintendo ist perfekt. Ja, ich hab das regelmäßig. Nee, nicht Super Nintendo, hier das N64. Hier, ach so, das N64. Ja, das ist auch scheiße. Double Dash ist das schlechteste von allen, meiner Meinung nach. Ich fand's damals richtig geil, aber das ist halt so schwammig. Die neuen sind viel besser auch. Aber es fing mit Mario Kart 64 war das erste Mario Kart, wo die halt so diesen Gummiband-Effekt und diese neuen Items und so eingeführt haben, die es auch bis heute gibt. Ja. Alter, ich lach mich weg. Wenn ich dich jetzt noch treffe, pisse ich mich ja in das Höschen, das feuchte. Oh, war das knapp. Guck, vierter Platz, ich kotze so ab. Da bin ich schon tilt, ich kenne mich. Jetzt Walter an des Amtes und schreibe die Punktzahl auf. 4-3. Yeah. Ich sehe es an meinem. Ich kenne dein Gesicht. Richtig. Das ist. Jetzt ein dummer Spruch und ich gehe an die Decke, weiß ich. Ja, du bist richtig bist gerade. Schreib eine Null auf! So, Dreckwechsel, Simon. Und das hat sich so durch die gesamte Staffel, ohne zu viel zu verraten, hat sich das so durch die Staffel gezogen. Das Gefühl? Ja. Oh, bin ich krass. Ich sehe es richtig in meinem Gesicht, wie unfassbar ich keinen Bock mehr habe. Und jede Form von gute Laune, die ich dann von euch wahrnehme, macht es schlimmer, ne? Macht es schlimmer. Wir hatten auch beide extrem hässliche Brillen zu der Zeit. Ja, ja, aber es war damals modern, das muss man sagen. Damals hätte keiner gesagt, dass das hässlich war. Aber wenn man es heute sieht, fragt man sich, why? Ich habe da irgendwo meine Brille reingestopft. Jetzt cheatet er auch noch, jetzt spielt er mit Super Vision. Die ist komplett kaputt gewesen. Dreckig kaputt verranzt. Warte, Michi Arena. Jungs, ihr seid ja. Okay, Simon. Jetzt rücken! Simon, du bist oben rechts. Fuck, Stimmt gar nicht. Mann!
ich hatte den Superstart. Okay. Nee, ich hatte den Superstart. Das ist da, wo Simon gesagt hat, er ist mega gut. Mal gespannt. Ich glaube, ich bin oben rechts, Budi unten. Ja, du bist oben rechts. Rudi ist unten rechts, links. Simon oben links, ich unten links. Genau. Das ist einfach nur ganz. Du warst doch noch nie vorne. Ich war eben gerade vorne und hab geblaut. Ja, zum ersten Mal in deinem Leben. Mit Reaktion haben wir es. Wie du ihn auch provozierst. Ja. Es ist pure psychologische Kriegsführung. Ja. Weil du weißt genau, es arbeitet in ihm länger als in dir. Du musst nur irgendwas. Du musst ihm nur irgendwas sagen, wie du es das erste Mal in deinem Leben. Und du weißt genau, es rattert jetzt in ihm. Ich weiß. Ja, aber das gehört dazu. Ja, also ein bisschen natürlich. Manipulieren, das ist einfach bei Beef Teil des Spiels. Absolut, aber es ist natürlich auch immer ein Spiel mit dem Feuer, weil wir wissen alle, was passiert, wenn dann es eskaliert. Das war die erste, auch die erste Runde, das erste Spiel der ersten Runde, ne? Wir waren alle noch ein bisschen so aufgedreht, aber auch sehr so, man wusste noch nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, null. Das war ja eigentlich nur so, lass mal einen Abend irgendwie abhängen und zocken gegeneinander. Wir konnten ja gar nicht wissen, dass das in irgendeiner Form eine große Nummer wird. Oder, also große Nummer in Anführungsstrichen für unsere Fans. Wer macht denn das immer mit diesen roten Panzern? Blauen, meine ich. Oh, man wird schon beim Zugucken auch ein bisschen aggressiv noch. Geht dir das auch so? Ja klar, weil Mario Kart einfach, ne, wenn dir dann die Raketen da reinballern, du fährst richtig geil. Und dann wundert dich da gleich. Und dann kriegst du ja, stimmt, dann kriegst du da Raketen reingeballert. Aber ich sag ja, ich war schon nach dem ersten Race, war ich schon gebrochen. Ich hab sofort Budi war gesehen. Auch, ja. Budi war auch gut in Mario Kart damals. Also okay, gut. Man braucht Erfolgserlebnisse. Boah, so, da hab ich euch geblitzt, Dings. Es ist scheiße, nein, oder wir haben zu ballern. Ja, aber ich meine, es ist halt, wir werden das noch häufiger in den laufenden Folgen und Staffeln sehen. Du hast natürlich, mental hast du natürlich schon einen Vorteil gegenüber uns dreien, das muss man einfach sagen. Es ist ganz klar, also auf der Mentalitätstabelle bist du auf 1, dann Budi, dann ich, dann Simon. Da muss man jetzt auch nicht um heißen Brei reden, das ist so. Das weiß auch jeder. Ich würde sogar, vielleicht ist sogar Simon sogar noch vor mir. Ja, kommt auf den Tag an, auf jeden Fall. Oder aufs Spiel oder was auch immer, aber es ist... Simon hat eine größere Bandbreite vielleicht noch. Also wenn Simon tiltet, tiltet er noch krasser als du. Ja, das stimmt. Und wenn er sich freut, freut er sich auch noch krasser. Aber es ist auf jeden Fall so, du ruhst noch am meisten in dir oder lässt es dir auch einfach dann nicht so ansehen oder anmerken, wenn es nicht so ist. Bei Budi hat man ja dann auch ganz oft das Gefühl, ihm ist wichtiger, dass wir uns danach noch alle lieb haben. Ja. So ungefähr. Also natürlich will er auch gewinnen, aber wenn wir danach irgendwie cool sind miteinander, so, dann ist das für ihn auch schon in Ordnung. Ja. Und bei mir, ist es halt so, wenn ich verliere, hasse ich euch. Wenn ich gegen dich verliere, hasse ich noch mehr. Ja, wie kann ich eigentlich diesen, ich bin ja massiv dann schon, ich starte ja im Minus, weil ich ja immer gegen dich gewinne. Und das heißt, ich muss ja aber auch irgendwas machen, um das dann wieder zu kompensieren. Das heißt, ich muss ja irgendwas richtig, richtig gut machen. Wieso? Wie meinst du das? Ja, weil ich starte dann ja mit minus 100. Durch die zahlreichen Siege. So, und ich muss ja dann zahlreichen Siege? Ich muss ja in den positiven Bereich zurückkommen. Das heißt, ich muss ja auch irgendwas machen. Sonst würdest du ja gar nicht mehr mit mir irgendwas machen wollen. Richtig. Ja, also irgendwas ist es ja offensichtlich, was das kompensiert. Ja, das Streben nach Sieg. Es ist ja... Du bist ja wie der böse Konkurrent, du bist mein Bowser. Wer bist du? Du bist Mario oder was? Ich bin natürlich Mario. Manche würden sagen Luigi, aber ich würde sagen Mario. Luigi ist der coolere Typ, ich bin Luigi. Ich bin immer Team Luigi. Aber das ist schon auch ein bisschen ein Lappen. Aber ja, Mario ist wie Mickey Mouse und Luigi ist wie Donald. Ja, aber das Problem ist, einfach diese, das ist ja nicht auf was Persönlichem gegründet, sondern einfach auch aufgrund dieser Konstellation. Simon ist halt Chaos, da kann ich mich halt nicht so drüber freuen. Und bei Budi ist es das, was ich eben angesprochen habe, dieses, eine gewisse Gleichgültigkeit. Das heißt,
Du bist für mich der Guide to Beat. Weißt du, was ich meine? Ja, an dem, ich verstehe. An dem ich mich sozusagen orientieren muss. Ja, aber das ist auch gefährlich, weil wenn du dann irgendwann, dann nicht, dass du dann besser wirst. Irgendwann. Dafür bin ich, glaube ich, zu faul in den meisten Sachen. Es kommt drauf an. Außerdem gibt es Sachen, in denen ich besser bin. Was soll die überhaupt? Was soll die überhaupt? Was soll überhaupt diese Behauptung? Das ja, ist nichts. Also, gibt. Wir werden mal, die zweite Staffel kommt auch noch, mein Freund. Ne? Ja, da mit Heinz-Harald Frenzen. Wie viel schnellste Runden hatte Heinz-Harald Frenzen? Die Frage 20 Jahre nach seinem Karriereende. Das weiß ich schon gar nicht mehr, ja, wovon du da redest. War das vergessen. Ein Quiz oder was? Ja, ja. Aber sag mal, hast du nicht auch das Gefühl, dass ich immens viel Pech auch hatte hier mit so blauen Panzern und so? Ich habe nur nicht einmal da hingeguckt. Ich gucke jetzt mal auf dich. Mein Gefühl ist, ich wurde richtig hart von diesen. Ich freue mich aber immer, wenn Simon auf 1 ist, jetzt zum Beispiel. Ja. Weil dann weiß man direkt, das blaue Panzer und Bus, da weiß man direkt, dass. Ja, gerade war es eine schöne Szene. Ich wüsste nicht, wie, ja. Es gibt nichts, was du machen kannst. Den kannst du ja nicht mal abschütteln, wie den roten. Ich muss sagen, ich war wirklich enttäuscht, weil ich dachte. Also, dass es schwer werden würde, gegen dich zu gewinnen, das war mir schon klar, weil ich auch wusste, dass du das Spiel auch viel gespielt hast, so. Aber dass ich gegen Simon und Budi in Mario Kart verliere, das hat mich richtig, das hat, das ging mir richtig auf den Sack. Also, dass ich wirklich aus dieser Mario Kart Challenge als der Schlechteste rausgehe, hat, glaube ich, weil wir haben das ja alles an einem Tag gedreht. Mhm. Ich habe den Groll, habe ich schon auch noch in die anderen Disziplinen, glaube ich, so ein bisschen mitgenommen. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich glaube, also Budi ist damals zu dem Zeitpunkt in Mario Kart nicht weit weg gewesen, so skilltechnisch. Der war schon ein ernstzunehmender Konkurrent. Aber wann hat der denn Mario Kart gespielt? Hat er in seinem Leben noch nie Mario Kart gespielt? Naja, weiß nicht. Wir haben zu der Zeit auch ehrlich gesagt recht viel auf dem N64, wenn wir abgehangen haben, zusammen gespielt. Ja, stimmt. Und alleine N64 Mario Kart habe ich jetzt ja auch nicht so oft gespielt. Er hat halt auch oft ohne mich abgehangen. Das war die Zeit, ne? Absolut richtig, ja. Das waren die Zeiten, wo wir dann oft vergessen haben, dir Bescheid zu geben. Ja, manchmal habe ich auch angerufen und da saß ihr schon zusammen und dann habe ich noch gehört. Psch, 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 psch. Hast du mit unterdrückter Nummer angerufen? Ja, das waren dann diese Momente. Aber wie ich mich selber abschieße, wie so ein. Guck mal, wie Budi schon tanzt, weil dein Ziel ist übrigens unsympathisch. Weil ich komme wieder als Vierter rein und die Laune ist. Guck. Da fliegt das Patch. Oh mein Gott, ich fühle es. Da fliegt das Patch. Ich fühle es, wie pisst ich bin, ey. Ja, Gamecube, Entschuldigung, N64 ist voller Quatsch, das ist die Gamecube-Version. Ich habe, glaube ich, manchmal N64 gehört. Ey, es macht mich auch ein bisschen aggressiv vom Zusehen. Ja, also erstmal muss man sagen, wie er versucht, dich zu provozieren. Ja. Das hat mit Tekken gemeinsam, dass die am schlechtesten sind, immer Erster werden. Und ansonsten. Ich glaube, ich habe gar nicht gewonnen, Mario Kart. Du hast keine Ahnung, wie sich hier rausstellt. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ich dachte, du hättest es gewonnen. Und man kann ja ganz kurz die Punktetafel einblenden. Was man sehen kann, ist, dass Simon und Katschmann die gleichen Punkte eingefahren haben. Da kann man ja schon mal sagen. Wer ist jetzt. Ich bin sogar nur Dritter geworden. Also ja, aber Moment, ist doch noch nicht zu Ende, oder? Ist schon zu Ende? Simon und ich, sind wir nur. Hä, wieso sind wir denn zwei? Das gibt's ja gar nicht. Das ist einfach eine völlig falsche Einschätzung. Ich habe Mario Kart nicht gewonnen. Das muss nochmal von vorn alles kommen. Das bezweifle ich. Ich habe es gar nicht gerechnet. Wie viel hast du denn jetzt? Du hast 6? Also, wir zählen das zusammen. Zweimal Erster, einmal Zweiter, einmal Dritter. Ich habe auch nur. Gar keinen Bock. Nachos, gar kein Bock. Oh, meine Flasche, der gewinnt nie, ne? Wir haben das neulich gespielt. Der hat noch nie irgendwas gewonnen. Der Siehst hat sein ganzen Leben noch nie mal. Er hat einmal gewonnen. Das ist 3 Jahre her. Das war bei Gigagames. Und du weißt es noch. So, okay. Damit beenden wir die erste Runde, erste Disziplin Mario Kart. Ja, ey, das ist jetzt eine Überraschung. Ich hätte das wusste ich auch nicht gedacht. Mehr. Ich hätte Mario Kart besser abgeschnitten. Ich bin Dritter geworden. Vorletzter. Dass Simon und Budi Mario Kart gewonnen, das gibt's ja. Ich kann schon verstehen, dass ich da pisst war, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Jetzt im Nachhinein, bin ich pisst. Also ich hatte ja all die Jahre eine Lebenslüge gelebt. Du bist gar nicht gut in Mario Kart. Nee. Alles bricht zusammen. Jahrelang einfach nur so eine Behauptung, wie so ein Sportler, der behauptet, dass er irgendwas, stellt sich raus, Al Bundy hat nie 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht.
Ja, das ist natürlich jetzt massiv ärgerlich, aber das ist eine faustdicke Überraschung, mit der wir jetzt hier in Royal Beef Staffel 1 gestartet sind. Wir haben alle gedacht, ich hätte gewonnen. Und das zeigt ja aber auch, ich muss ja bei anderen Disziplinen dann noch Punkte geholt haben, weil ich bin ja am Ende nicht Vorletzter geworden. Wir wollen es nicht spoilen, für alle, die es nicht kennen. Aber ich bin nicht Vorletzter geworden. Ja. Wie geht's dir jetzt damit? Also wie ist so das Gefühl? Es kommen auf jeden Fall wieder so Erinnerungen hoch. Also ich merke, ich bin jetzt nicht sauer, aber ich fühle mich von damals. Ich weiß genau, wie pisst ich war, da den vierten Platz zu machen. Und ich weiß ja auch noch, was kommt. Also das Schlimme ist, dass das halt alles an einem Tag gemacht wurde. So dass, wenn du erstmal in so einem Tief bist, da auch gar nicht so leicht wieder rauskommst. Nicht so, wie wir das dann gemacht haben, dass du nächste Woche ist die zweite Disziplin oder so, sondern du musst dann irgendwie versuchen, das abzuschalten. Schütteln. Und dann abzuschütteln und dann in der nächsten Disziplin wieder gut. Aber wenn du dann in der nächsten Disziplin auch wieder auf den Sack kriegst, es wird immer schwerer. Ja. Aber irgendwann hat man so ein Trotzgefühl, weil wenn du dann, also der Druck ist ja immens und solange du noch eine Chance hast zu gewinnen, ist der Druck richtig, richtig hoch. Aber wenn du merkst, okay, ich bin so weit zurück, dass ich keine Chance mehr habe, dann ist halt der Druck weg. Und das kann halt dazu führen, dass die Leistung verbessert wird. Ja, schauen wir mal auf Disziplin 2. Ich glaube, das war Tekken, oder? War das das zweite? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ich habe gar keine Ahnung. Red Faction Guerrilla. Red Faction Guerrilla. Okay, das war natürlich eine Disziplin, die sehr, nicht random war. Aber das war ein Spiel, was wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein paar Mal gespielt haben, dieser Multiplayer-Modus, wo man Sachen in die Luft springt, was übrigens immer noch geil ist. Das finde ich immer noch eine geile Idee. Aber das war jetzt nicht so eindeutig, wo man sagen kann, ja, das hat jeder von uns schon 50 Stunden gespielt oder sowas, sondern das war wahrscheinlich das, was am schwersten zu predikten war. Ja, das glaube ich auch, ja. Da ging es darum, dass man einfach Gebäude gezielt mit Granaten und Beschuss einreißen musste und wer am meisten Schaden angerichtet hat, der hat am Ende gewonnen. Wer das dann sein wird, das erfahrt ihr in Folge 2 von Royal Beef. Und wir sind gespannt, wie wir da mental durchkommen. Erste Folge haben wir einigermaßen überstanden, aber die ganz großen Konflikte, die warten ja noch auf uns. So sieht's aus. Folge 2 ist dann bei mir auf dem YouTube-Channel Grumpy Ede. So sieht das aus. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.